zusammen und herzlich willkommen im heutigen Video. Das heutige Video ist ein Q&A-Video zum Thema Vanlife und Camping mit Hund. Wir waren ja schon öfter mit dem Camper unterwegs und ihr durftet uns aus diesem Grund bei Instagram Fragen stellen. Und all diese Fragen werde ich jetzt detailliert im Video beantworten. Auf meinem Kanal dreht sich alles um das Zusammenleben mit meinen beiden Labradoren Milka und Toffi. Ich gebe euch einen Einblick in unseren Alltag und lasse euch an unseren gemeinsamen Reisen teilhaben. Wenn euch diese Themen interessieren und ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen möchtet, dann dürft ihr gerne ein kostenloses Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren. Viel Spaß beim Video! Vielleicht kurz einmal zu Anfang an. Wir waren die letzten 3 Wochen mit dem Camper unterwegs auf Sardinien. Deswegen sehe ich auch so ein bisschen verwuschelt aus. So sieht man nach 3 Wochen Camping aus. Es ist kein... Für alle, die noch nie campen waren, es ist kein Urlaub im Hotel, wo man ja sich föhnt und irgendwie immer schick macht, sondern man ist eher nah in der Natur und genießt das Leben draußen und deswegen sehe ich heute so ein bisschen wild aus. Aber gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, sondern komme mal zur ersten Frage. Die wurde sehr oft gefragt in verschiedenen Formen. Es geht eigentlich grundsätzlich darum, wie wir das mit Milka und Toffi im Camper machen und ob der Camper eine Klimaanlage hat. Also vielleicht erstmal ganz kurz von vornherein. Wir sind mit einem Carado-Camper unterwegs, mit dem T459, mit dem wir schon letztes Jahr in Griechenland waren. Das ist so vom Grundriss unser Lieblingsmodell. Grundsätzlich ist es so, dass dieser Camper keine Klimaanlage hat. Natürlich vorne im Fahrerhaus ganz normal während der Fahrt schon. Aber wenn man steht, hat er keine Standklimaanlage eingebaut. Also man ist wirklich darauf angewiesen, dass man entweder die Fenster ein bisschen auf hat, um zu lüften, oder sich in den Schatten stellt. Und das ist eigentlich schon die Antwort auf die Frage. Als allererstes gucken wir, vielleicht vornherein gesagt, gucken wir, dass wir nicht im Hochsommer unterwegs sind. Jetzt ist es Mai. Das heißt, es ist noch relativ kühl. Die erste Woche, die wir unterwegs waren, war es sogar eher ein bisschen frisch, dass wir die Heizung angestellt haben. Und jetzt die letzten 2 Wochen war es schon wärmer. Da haben wir immer geguckt, dass wir unter Bäumen im Schatten stehen, dass ja hier die Luft drinnen zirkuliert, dass man die Fenster immer offen lässt ein bisschen und die Hunde draußen im Schatten liegen. Es ist jetzt aber auch so, muss ich noch dazu sagen, dass Milka und Toffi eigentlich Wärme nicht so viel ausmacht und Milka sogar diejenige ist, die sich eigentlich immer in die pralle Sonne legt. Also da müsst ihr einfach, würde ich sagen, individuell schauen, wie euer Hund sich so verhält. Natürlich auf gar keinen Fall den Hund einfach so auf gut Glück im Auto alleine lassen, wenn es sehr heiß ist. Dem sollte man sich immer bewusst sein, dass man ja darauf Rücksicht nehmen muss und besser in der Nebensaison fährt, wenn es etwas kühler ist, also im Frühling oder im Herbst, und schaut, dass man ein schattiges Plätzchen findet. Die nächste Frage, mal eine ganz andere Frage. Warum habt ihr euch für ein Wohnmobil entschieden und nicht für einen Wohnwagen? Also ich glaube auch, ein Wohnwagen hat auf jeden Fall klar Vorteile. Du guckst so skeptisch, so ein Wohnwagen, den man hinterm Auto herzieht. Ja, verstehe schon. Ja. Also, genau, also der Vorteil da ist, denke ich mal, auf jeden Fall, dass man den wo abstellt. Und wenn man sich dann eine Stadt angucken möchte, halt total easy mit dem Auto in die Stadt fahren kann. Und nicht wie wir hier mit dem, was auch eine Frage ist, wie lang das Wohnmobil ist, es ist 7,40 Meter, mit 7,40 Meter durch kleine italienische Städtchen fahren muss, weil das manchmal schon etwas abenteuerlich ist. In meinem Fall, ich würde mich auf jeden Fall immer für ein Wohnmobil entscheiden, weil ich es einfach super praktisch finde, wenn man sich wohin stellt. Und wir sind ja auch eher so, dass wir in den seltensten Fällen auf Campingplätzen stehen, sondern eigentlich immer frei stehen. Dazu komme ich später auch nochmal in einer separaten Frage. Und da ist es einfach praktischer, beziehungsweise ich glaube, das kann man mit einem Wohnwagen gar nicht so machen. Genau, ich finde es auf jeden Fall immer praktischer, wenn man direkt abfahrbereit ist oder wenn man ankommt, dass man einfach im Wohnmobil zurücklaufen kann. Und ja, ich persönlich mag es einfach lieber, aber ich glaube, das ist so eine Geschmackssache. Die nächste Frage, wo schlafen Milka und Toffi hier im Camper? Und da kannst du einfach mal so ein bisschen nach unten filmen, denn Milka liegt hier in ihrem Körbchen. Das ist das Körbchen von zu Hause. Und ja, das ist hier unterm Tisch, da ist auch genug Platz. Und während der Fahrt liegen sie da beide drin. Hier und da sind nämlich jeweils Anschnallgurte, mit denen man sie mit dem Geschirr sichern kann. Und Toffis Körbchen, das stellen wir in der Nacht immer noch dahin und dann wechseln die beiden sich ab. Mal schläft Toffi da, mal da oder da hinten schlafen sie auch. Also hier ist wirklich mehr als genug Platz für beide zum Schlafen vorhanden. Die nächste Frage, macht ihr Wildcamping oder wie seid ihr auf diese wundervollen Standorte gekommen? Und eine andere Frage ist, steht ihr da immer legal?
Genau, in die Richtung gehen mehrere Fragen, da möchte ich kurz was zu sagen. Ich weiß gar nicht, wie man da eine gute Antwort drauf geben kann. Also legal, es kommt auf das Land an, in dem man ist. In nordischen Ländern, da ist Wildcamping erlaubt, da gibt es das sogenannte Jedermannsrecht. Und hier in Italien ist es offiziell verboten. Man unterscheidet aber, also erfahrungsgemäß, was wir so die letzten Jahre an Erfahrung gemacht haben, man unterscheidet ganz klar zwischen Camping und zwischen nur Parken. Heißt, wenn ihr irgendwo hinfahrt mit eurem Wohnmobil und die Markise rausmacht, Tisch aufbaut, Stühle aufbaut und euch da so richtig heimisch einrichtet, dann ist das kein Park mehr, dann ist das Camping. Und das ist so eine Sache, die sehen halt die Einheimischen, wenn es ein öffentlicher Parkplatz ist, so wirklich gar nicht gerne. Oder beziehungsweise, das ist halt auch immer so eine Sache, man sollte ja auch das jeweilige Land, finde ich, so respektieren. Oder, ja, es ist schwierig zu sagen, aber wenn es kein Campingplatz ist, dann finde ich es immer, sollte man sich nicht so heimisch einrichten. Wir handhaben das eigentlich immer so, wenn wir auf einem Parkplatz stehen, dass wir den Parkwächter fragen, ob es in Ordnung ist, dass wir über Nacht auch noch stehen bleiben. Meistens ist es das, wenn man ihm ein kleines Entgelt gibt, dass man das problemlos machen kann. Ganz wichtig ist es natürlich, finde ich immer, dass man eine Toilette dabei hat. Wenn man mal in die Büsche guckt und sieht, was da so an Toilettenpapier rumliegt, ist es halt echt eklig. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man eine Toilette mit dabei hat und nicht diese Art von Wildcamping macht, dass man einfach in den Busch geht und dahin macht, weil dann geht es irgendwie nicht mehr lange gut. Oder beziehungsweise deswegen ist es, denke ich, unter anderem auch verboten. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Oder? Nein, du bist da so hinter der Kamera. Ist eigentlich alles gesagt. Achso, wie wir die Plätze finden, das ist jetzt noch so eine Sache. Und ob ich die Plätze, das werden wir auch ganz oft gefragt, ob ich die Plätze verlinken könnte. Und es ist so, nein, ich werde die Plätze auf jeden Fall nicht verlinken, weil die Plätze, wie ihr gesehen habt, die ja sehr abgeschieden sind und sehr verlassen und ich natürlich nicht möchte, dass sie überfüllt werden und in Zukunft da quasi dann kein Wildcamping oder kein Stehen mehr möglich ist. Und weil wir uns die Plätze oftmals auch wirklich mühsam selber gesucht haben über Google Maps, das möchte ich auf jeden Fall hier verraten. Also wir gucken bei Google Maps, wie es ausschaut. Mit dieser Earth-Ansicht, wo du quasi die, was ist das denn, eine Satellitenansicht ist das, oder? Genau, ja. Wo man sieht, wie die, wie es aussieht, ob da Sand ist oder ob da Wald ist. Und dann kann man das ja eigentlich schon einschätzen, wenn es zum Beispiel ein Strand ist, wo super viele Hotels am Rand gebaut sind. Da kann man ja eigentlich schon sich denken, dass es nicht cool ist, sich da hinzustellen an den Strand und zu schlafen. Und dass dieser Strand nicht verlassen sein wird. Also da gucken wir eigentlich immer, dass wir Gegenden suchen, wo wirklich weit und breit nichts ist. Und wo wir dann quasi so autark für uns alleine stehen können. Was wir aber auch wirklich sehr lieben. Also wir lieben die Ruhe. Wir lieben es auch, wenn wirklich weit und breit keine Menschen da sind. Es ist ja auch wieder jeder anders. Andere finden das dann vielleicht so ein bisschen beängstigend oder gruselig. Aber wir finden das gut. Und so suchen wir uns die Plätze raus. Gucken, wie es ist. Aber es ist manchmal auch eine sehr, sehr langwierige Suche. Wir sind auch schon oftmals wohin gefahren, waren dann vor Ort und haben uns gesagt, nee, gefällt uns gar nicht. Oder irgendwas ist komisch, da sollte man auch immer auf sein Bauchgefühl hören, wenn einem das so ein bisschen komisch vorkommt. Und außerdem ist es schwierig, wie wir jetzt an dem Platz, wo wir gerade sind, die Erfahrung gemacht haben, etwas zu empfehlen, weil so ein Platz eigentlich immer eine komplette Momentaufnahme ist. An diesem Strand hier waren wir jetzt, da sind wir zum dritten Mal, oder? Mhm. Das erste Mal war es wirklich traumhaft. Da haben wir gesagt, oh mein Gott, das ist total perfekt. Wir standen weiter ein bisschen da drüben unter Pinienbäumen. Es war nichts los. Es war wirklich so, so traumhaft. Dann waren wir das Jahr darauf nochmal da. Da sind wir wirklich direkt wieder gefahren, weil es war super viel los und es war einfach überhaupt nicht cool. Und jetzt haben wir eine Nacht hier verbracht, aber es ist auch nicht mehr so wie damals. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, fahrt da und dahin, es ist total cool, weil es wirklich bei so Sachen eine komplette Momentaufnahme ist. Es ist halt kein Campingplatz, wo man weiß, okay, Campingplatz Parzelle Nummer 86, die ist super schön, da habt ihr Meerblick und da sieht es genauso aus. Das ist halt einfach beim Wildcamp überhaupt nicht der Fall, deswegen kann man das so grundsätzlich auch nicht empfehlen. Und du sagtest gerade das Thema Hund. Weshalb wir auch sehr gerne einfach irgendwo abgeschiedener stehen, ist es, dass wir Milka und Toffi dabei haben. Und es natürlich auch immer so eine Sache ist, wenn viele Leute oder an öffentlichen Stränden, dass Hunde da komplett verboten sind. Gerade hier in Italien ist es ein bisschen schwierig. Und deswegen stellen wir uns lieber irgendwo hin, wo es wirklich abgeschieden ist, wo keine Menschen sind und wo wir unsere
Ruhe haben und die Hunde rumlaufen können. Und wir hatten jetzt auch diese 3 Wochen überhaupt gar keine Probleme am Strand, dass da irgendjemand was gesagt hat. Doch, ja, am Strand nicht, aber in der Stadt. In der Stadt schon, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Bin gerade am Überlegen, ob das eine Frage ist. Ich glaube, das war auch eine Frage. Ich weiß es gar nicht. Wie es grundsätzlich mit Milka und Toffi läuft. Und ja, hier in Italien, also als wir das erste Mal nach Italien gekommen sind, da dachten wir, Italien ist eher hundeunfreundlich. Die Erfahrung haben wir aber, wenn wir so draußen rumlaufen, die werden eigentlich von allen Menschen so freundlich begrüßt. Außer, das war unsere absolute unser Horrortag in Caliragi. Da haben wir den einen Tag Toffi mit in die Stadt genommen, weil wir uns dachten, okay, Toffi war ja jetzt noch nicht wirklich oft in der Stadt, nehmen wir sie mal mit. Sind mit dem Bus in die Stadt gefahren, war auch in Ordnung. Der Busfahrer hat zwar gesagt, ja, Maulkorb, okay, hatten wir dabei, haben wir den Maulkorb aufgesetzt und sind in die Stadt gefahren. Waren in der Stadt, wollten zurückfahren und auf dem Rückweg wollte uns wirklich niemand mehr mitnehmen. Und das war einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, du bist noch ruhig geblieben, aber ich war einfach so sauer. Ich habe mich einfach komplett ungerecht behandelt gefühlt, weil die Busfahrer, die haben gar nicht mehr die Tür aufgemacht. Die haben einfach so und sind halt an uns vorbeigefahren oder haben hinten die anderen Leute reingelassen und haben uns einfach nicht mitgenommen. Das waren 3 Busse, die so an uns vorbeigefahren sind. Da wollten wir mit dem Taxi zurückfahren. Das erste Taxi wollte uns auch nicht mitnehmen. Oder doch? Doch, das wollte uns mitnehmen, aber für extra viel. Ja. Und der war auch so, also da hat man wirklich gemerkt, so, er findet es richtig scheiße und das haben wir auch nicht gemacht. Dann haben wir zum Glück noch ein anderes Taxi bekommen, was uns mitgenommen hat. Aber das war wirklich so, ja, also das war wirklich, da dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr. Das war echt so eine unangenehme Erfahrung. Schockierende. Also schockierend. Man war so richtig unwillkommen irgendwie. Mhm. Ja, so viel dazu. Also in italienischen Städten mit Hunden ist es schwierig. Und wir haben vorher extra noch gegoogelt, wie das ist. Und eigentlich ist es im öffentlichen Verkehr so, dass ein Hund mitfahren darf, aber einen Maulkorb tragen muss. Und stimmt, der eine Busfahrer hat noch gesagt, ein kleiner Hund ist okay, aber die sind zu groß. Und das ist natürlich auch so, da fühlt man sich so komplett diskriminiert irgendwie. Also das, oh mein Gott, ich war so stinksauer, aber gut. Machen wir mal weiter, würde ich sagen. Dann kam noch die Frage beispielsweise, wie viel das Ganze kostet. Und da muss man so sagen, Camping ist nicht günstig. So ein Wohnmobil fängt ungefähr bei, was haben wir denn geguckt, bei 800 bis 1000 Euro. Ja. Also für 800 bekommt man einen Van in der Nebensaison. Wir sprechen jetzt von der Nebensaison. Und ein teilintegriertes Wohnmobil, wie wir es jetzt hier gerade haben, da ist man eigentlich so bei 1000 Euro pro Woche mit dabei. Und da ist noch keine Versicherung drin, da sind keine Fährkosten drin, da sind keine Spritkosten drin, keine Maut, keine, was weiß ich, kein Essen, kein Campingplatz und nichts. Also ja, es ist nicht günstig, aber es ist, finde ich, die schönste Art zu reisen, weil man halt wirklich Orte sieht auf eine komplett andere Art und Weise, wie man sie so im Hotel nie sehen würde, weil man halt wirklich, gerade wenn man die Natur liebt, ja, halt einfach in der Natur ist und ne? Oder was meinst du? Und das nochmal so ganz anders ist, als wenn man im Hotel ist und dann an den Strand geht, sondern hier gerade mit Hunden, du gehst halt morgens spazieren und es ist halt einfach tausendmal schöner. Also du hast einfach viel mehr Eindrücke von der ganzen Insel, ja, als wie jetzt an so ein typischer Hotelanlage. Ja, das stimmt. So, nächste Frage. Eine ganz große Frage war auch noch, ich finde es hier gerade nicht, wie es mit Duschen ist. Meine Haare sagen alles, oder? Nein. Wie es mit Duschen ist und wie das so mit der Toilette ist. Also wir haben hier im Camper eine komplette Dusche. Ich werde es euch einfach mal so ein bisschen einblenden, dass ihr da den Einblick habt. Und eine Campingtoilette, eine Chemietoilette ist das. Vielleicht ganz kurz zur Dusche. Die wird mit einem Frischwassertank befüllt. Man kann das Wasser auch erwärmen, wenn man möchte, wenn es kühler ist oder wenn man einfach lieber warm duscht. Und kann dann duschen. Es ist so, dass, ja, also es ist schwierig einzuschätzen. Die Frage kam nämlich auch, wie lange denn so ein oder wie oft man duschen kann mit einer Füllung. Ist schwierig zu sagen. Es kommt natürlich komplett darauf an, wie lange man duscht und wie doll man jetzt den Duschstrahl aufdreht. Aber wir kommen wirklich immer super, super lange damit aus. Aber es ist meistens bei uns auch so, dass wir im Meer schwimmen, den ganzen Tag dann irgendwie schwimmen, unterwegs sind und im Meer und uns abends dann einfach nur die Haare schnell einschamponieren, eine Kur reinmachen. Sieht nicht so aus, aber ja. Eine Kur reinmachen und den Körper so ein bisschen abwaschen. Und also ich würde sagen, wir duschen keine 5 Minuten, wenn überhaupt.
und machen halt Wasser an, Haare nass, Wasser aus, shampoonieren uns ein und dann, also man ist halt, man geht auf jeden Fall viel, viel oder ganz, ganz anders mit dem Wasserverbrauch um als zu Hause, was eigentlich komplett bedenklich ist, wenn man das mal so, wenn man da mal drüber nachdenkt, beziehungsweise als ich hier geduscht habe, da dachte ich mir so, zu Hause müsste man eigentlich auch viel mehr darauf achten und einfach das Wasser zwischendrin ausmachen. Ja, aber wir kommen hier sehr lange mit dem Wasser aus, in der Dusche und mit der Toilette. Das ist eine ganz normale Toilette, die da kommt so eine Kapsel rein, die löst dann sowohl das Papier als auch alles andere, was in diese Toilette gelangt, komplett auf. Das ist eine, ja, so eine, blau ist es meistens, ist auch vollkommen egal, welche Farbe es hat, du lass schon, eine ombreblaue Flüssigkeit ist. Okay, nein, cut, egal. Ja, also mit anderen Worten, kurz gesagt, es ist einfach nur eine Flüssigkeit, die man dann an Entsorgungsstationen wieder entsorgt. Ja, ist doch so. Du schippst da ja nicht dir das Klo leer. Nein, nicht. Wenn man da gar keine Vorstellung von hat. Also du schüttest es einfach aus, spritzt dann da nochmal mit dem Schlauch rein, schüttelst, machst es raus. Es ist wirklich, es ist überhaupt nicht schlimm. Zumal es ist ja auch von einem selber. Also ich finde eh, und wenn man Hunde hat, man macht ja auch die Kacki vom Hund weg. Okay, ich gehe zu sehr ins Detail, egal. Ich glaube, die Frage ist beantwortet und vielleicht kurz dazu, Entsorgungsstation findet man eigentlich auch überall, wo man dann das Wasser, also das Grauwasser, das ist jetzt quasi das Abwasser vom Spülen und vom Duschen, ablassen kann, wo man die Toilette säubern kann oder entleeren kann und wo man neues Frischwasser wieder in den Camper einfüllt. So, die letzten beiden Fragen, ich glaube, das Video sprengt hier schon komplett den Rahmen, aber das sind ja die Erfahrungen, die wir die letzten, ich weiß gar nicht, 5 Jahre gesammelt haben. Endlich noch länger. Ich campe. Ich war das erste Mal campen vor. Ich auch. Vor 15 Jahren. Nee, wirklich, das ist schon richtig lange bei her. Bei mir auch seit 28 Jahren. Na, du so blöd, Schatz. Okay, wow. Also die letzten beiden Fragen. Einmal Strom. Strom war nämlich, wo wir den Strom herkommen. Weil, wie gesagt, wir standen jetzt wirklich, das ist das allererste Mal, dass wir nur wild standen. Also wir standen, oder wir standen, ja doch, wir standen die letzten 3 Wochen auf keinem einzigen Campingplatz und sind, muss ich sagen, wirklich super gut zurechtgekommen. Hauptthema bei uns war immer Strom. Gerade wenn man ein bisschen Social Media mäßig unterwegs ist oder gerne filmt oder am Laptop was arbeitet zwischendrin, dann ist man ja auf Strom angewiesen. Da haben wir Solarzellen und einen Akku und das Ganze funktioniert wirklich super gut. Wenn es sonnig ist natürlich, das ist wieder so das Nächste. Und da hatten wir überhaupt gar keine Probleme. So, und ich beeile mich hier gerade schon ein bisschen. Die letzte Frage, was war denn die letzte Frage? Fahrräder? Ja, wir haben Fahrräder mit. Steht Überwachung, hast du das jetzt erzählt? Ach so, genau, mit der Überwachung. Und zwar, das war nämlich wirklich so die Horror, das Horrorszenario dieses Urlaubs. Und zwar erster Tag, wir wollten kiten, wir waren auch kiten. Und die Kite-Leute haben halt gesagt, ja, es ist Wind. Und wir so, okay, cool, schnell los. Haben das Fenster offen gelassen und kommen vom Kiten wieder. Also nur so ein ganz bisschen. Kommen vom Kiten wieder, die Hunde waren im Camper, kommen vom Kiten wieder und Fenster ist komplett auf und wir schon so, oh mein Gott, das war auch noch an Milkas Geburtstag, ne Schatz? Das war Milkas Geburtstag. Ja, am Donnerstag noch. Nee, das war Sonntag, Milkas Geburtstag. Ich bin mir so sicher, glaube ich. Und ich dachte so, als mein erster Gedanke war, ach du Scheiße. Ja doch, ach du Scheiße, ist angemessen da. Ich dachte mir so, wenn die jetzt die Hunde mitgenommen haben oder einfach die Tür auf und die Hunde sind weg oder suchen uns oder was weiß ich, das war wirklich so der Horror. Es war dann so, das war komplett offen, das Fenster. Wir wissen nicht, was passiert ist. Es war wahrscheinlich so, dass Toffi, die ja eher sehr ängstlich ist, die rastet halt komplett aus, wenn hier irgendjemand schon um den Camper herumgeht oder was heißt, ja doch, dann knurrt die und zeigt das halt an. Und wir denken mal, wenn da oben jemand stand und da reinguckt, dass die richtig Alarm gemacht hat und dass die dann wahrscheinlich dachten, okay, das ist es uns nicht wert und wir hauen wieder ab. So, und aus diesem Grund waren wir eigentlich für diesen Urlaub vorbereitet und haben, hier liegt sie gerade drin, ich zeig sie mal gerade, haben eine WLAN-Kamera, sie filmt gerade, oder? Ja. Haben eine WLAN-Kamera von unserem Garten, nee, nicht Garten, schön wär's, von unserer Terrasse mitgenommen. Die steht eigentlich so auf der Terrasse, da gehört noch so ein Solarpanel zu, dass sie sich immer automatisch auflädt. Da ist ein Bewegungsmelder drin hier. Und diese Kamera hatten wir hier immer einfach so stehen. Und an der Fensterscheibe haben wir auch so einen Zettel dran geklebt. Fahrzeugkamera überwacht oder irgendwie sowas. Ne? Video überwacht. Und Video überwacht, genau. In 10 verschiedenen Sprachen gleich, dass genau, es jeder dass versteht. Alle Bescheid wissen. Und haben das Fenster, von dem aus gerade gefilmt wird, extra so offen gelassen, dass der erste Blick auf diese Kamera fällt. Also dass sie sehen, okay, da wird wirklich gefilmt. Und wenn eine Bewegung stattfindet, also auch wenn die Hunde sich hier bewegen, dann bekommen wir sofort eine Push-Benachrichtigung.
aufs Handy und wissen halt, was hier los ist. Und diese Kamera hatten wir am ersten Tag auch schon mit, aber haben es in der Eile einfach nicht aufgebaut. Ab dann immer. Und das ist wirklich auch sowas, also das ist, da verzichten wir nie mehr drauf. Weil das gibt einem so ein gutes Gefühl, dass du einfach weißt, okay, du merkst, wenn irgendwas im Camper los ist. Und zum einen natürlich, um zu schauen, wie geht es den Hunden, wenn wir weg sind. Und zum anderen, um einfach sicher zu gehen, dass alles okay ist. Und ich glaube mal, dass schon mal 99% aller Einbrecher, wenn die sowas sehen, lieber zum nächsten Camper gehen und da probieren, irgendwie was zu machen, als versuchen, hier einzubrechen. Ach, wir haben noch einen anderen Bewegungsmelder, der dann so einen Alarm auslöst. Ja, das stimmt, ja. Ne? Da sitzt du. Also wir haben noch, das ist einfach so ein Bewegungsmelder. Was ist denn das, eine Türklingel eigentlich? Türklingel, ja. Ja, die dann, da macht die so Ding-Dong und da kannst du halt so verschiedene Sounds einstellen, unter anderem auch einen Alarm und alles Mögliche. Die hatten wir hier, wenn wir die Hunde mit dabei haben, haben wir das hier so an die Tür gestellt. Heißt also, wenn hier jemand drin ist, dann geht halt voll der Alarm los und das ist auch so das Nächste, wo dann, glaube ich, die meisten abhauen. Jetzt mit WLAN vielleicht noch ganz kurz, weil das Ganze funktioniert natürlich über WLAN. Da haben wir einfach eines unserer alten iPhones mitgenommen. Eine italienische, was ist das, Prepaid-Karte, oder? Genau, ja. Prepaid-Karte gekauft mit Internet. Und ja, da können wir sowohl mit unseren normalen Handys, das klingt, mit unseren Handys reingehen, als auch mit dem Laptop. Das funktioniert doch echt super. Also da haben wir quasi WLAN im Camper. Aber Hauptaugenmerk, weshalb wir uns das gekauft haben, war halt diese Kamera. Ansonsten hoffe ich, dass ich alles erstmal soweit beantwortet habe. Schreibt mir doch auch gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr gerne campen fahrt oder ob ihr gerne mal campen möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder. Wir werden jetzt aufbrechen. Milka und Toffi liegen hier auf dem Boden und schlafen, habt ihr ja gerade gesehen. Und wir verlassen jetzt diese wunderschöne Kulisse und fahren Richtung Fähre. Ne? Oh. Ich meine, es ist ja auch schön, dann wieder zu Hause. Ja doch, es ist schön, wieder zu Hause. Mhm. Und da war ja vor 3 Jahren, sind wir mit einem anderen Camper hier. Ja. Und da war ja da drüben, wo wir da, hätten wir auch eine Überwachungskammer gebraucht. Ah jo, stimmt, das war auch hier an dem Strand. Da waren wir unten am Strand und das war auch, also deswegen, beobachtet ein die Typ Leute. Ein Typ ist rausgestiegen aus dem Auto, der andere ist dann weitergefahren und ich schaue so hinter und der eine geht zu uns am Campingwagen zu und schaut so in die Fenster rein. Der andere hat uns beobachtet, genau, oder? Was wir machen, ja. Also man muss wirklich, man muss auf sein Bauchgefühl hören. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt und man hat ja meistens so ein Gefühl, wenn die Leute da so rumschleichen oder so, dann passt lieber gut auf. Gut. Wie man sieht, sind die Hunde sehr müde von gestern, von der Bootfahrt. Ja, genau. Und was ja auch gut ist, dann schlafen sie. Eigentlich wollten wir noch mal schwimmen, aber irgendwie das Meer ist hier so voller Seegras. Es ist halt auch echt immer anders. Weil es ist... Und Seegrasiger. meine Weisheit zum Ende des Videos. Ja. Manchmal ist Seegras im Meer, manchmal nicht. Manchmal im Mai, manchmal im Juni. Oder im September. Okay, wow, das reicht dann auch. Ne? Wir wünschen euch einen schönen Urlaub. Ja. Und bis bald. Au revoir. Ach nee, ciao. Ciao. Das war nach Frankreich. Ich rede mit